Heute ist Frühlingsanfang und ich will dich mit diesem Video ein bisschen inspirieren, was du tun kannst, um dich selbst emotional zu begleiten, spirituell nochmal anders auf diesen wundervollen Tag zu schauen. Heute wird es ja so sein, dass die Dunkelheit und das Licht gleichermaßen da sein wird. Also 12 Stunden hell, 12 Stunden dunkel. Und ab morgen wird dann sozusagen das Licht siegen und es jeden Tag ein Stückchen mehr hell sein. Da wir jetzt aus dem Winter herauskommen und die Dunkelheit immer weniger wird, in Anführungsstrichen, weil es einfach länger heller ist, können wir uns emotional damit begleiten, zu fragen, was möchte ich in dieser Dunkelheit zurücklassen? Was muss sterben, damit Neues beginnen kann? Und dafür kannst du dir ein bisschen Zeit nehmen und überlegen, welche Emotionen, welche Gedanken, was möchte ich zurücklassen? Gibt es irgendetwas in mir, was ich in dieses Licht nicht mit reinnehmen möchte? Wo kann ich hinschauen, was wehtut, was ich vielleicht noch zu verarbeiten habe? Was kann ich tun, um meine Wünsche Wirklichkeit werden zu lassen? Das ist auch eine sehr gute Frage. Es gibt genug Videos und Kurse zum Thema Manifestation. Wenn wir manifestieren wollen, dann sollten wir wissen, wie wir uns fühlen wollen. Also entweder weißt du, was du wirklich willst, oder wie willst du dich fühlen? Das ist das Erste, was wir wissen, was wir zu wissen haben, brauchen, wollen. Mein Deutsch wieder. Ist sehr gut, meine Deutsch. Ich weiß immer hier auf diesem Kanal. Bedeutet jetzt für diesen Frühlingsanfang zu schauen, auf welchem Energielevel bin ich? Welche Schwingung strahle ich die ganze Zeit aus? Bin ich eher im Opfermodus, im Leiden oder eher total sympathisch, magnetisch für das, was ich haben möchte, für das, was ich manifestieren möchte? Und dann kannst du dir überlegen, was kann ich tun, um meine Wünsche wahr werden zu lassen? Was sind meine Wünsche? Was sind die Gefühle, die ich gerne fühlen würde jeden Tag? Und ich würde mir das tatsächlich nicht nur gedanklich darüber Gedanken machen, sondern auch nochmal aufschreiben. Weil auf dem Zettel ist es nochmal raus aus seinem Kopf, raus aus der unsichtbaren Welt, hier in unserer Realität, dass man sich das sehen kann. Und überlegen, was war denn die Schwingung der letzten Zeit? So. Und viele tragen eine Schwingung mit sich rum, die sehr erdrückend ist, die schmerzhaft ist. Und es gibt dir dafür jetzt keine Schuld. Ne? Wenn es uns schlecht geht, geht es uns einfach schlecht. Dann ist es aber wichtig, da anzukommen, dass es uns schlecht geht und nicht dagegen ankämpfen. Weil eine Schwingung kann sich nur verändern, wenn wir in dieser Schwingung ganz ankommen. Also Schwingung Wut oder Schwingung Trauer, Scham, Schuld, was auch immer. Die kann sich erst verändern, wenn ich annehme, dass ich gerade feststecke. Dass es mir gerade beschissen geht. Wenn ich das einfach annehme und nicht dagegen kämpfe und Schuldgefühle und das darf nicht sein und jetzt habe ich so viel Wissen und es geht doch nicht und ich muss. Du musst gar nichts. Nur wenn du willst. Und dann schaust du es dir an. Ne, wo stecke ich gerade wirklich mit meiner Schwingung fest? Wo bin ich wirklich? Und wo möchte ich hin? Und das kann dich begleiten jetzt in das Licht, ja, in diese kommende wundervolle Zeit, dass du ein bisschen klarer wirst. Und alleine dieses ein bisschen klarer werden, du weißt vielleicht gar nicht, wie du dich in Zukunft besser fühlst, aber allein das klarer werden, das sich aufschreiben, macht schon was mit deinem Unterbewusstsein, dass es dich unterstützt, leichter rauszukommen aus dieser Dunkelheit. Und eine letzte Frage, die ich dir noch mitgeben möchte, ist, wenn der Frühling jetzt anfängt, gibt es ja viele Menschen im Garten, die anfangen, Samen auszusehen fürs Gemüse oder für Blumen oder für Obst oder was auch immer. Und das können wir auch nochmal übertragen in die spirituelle Welt. Was möchte ich sehen in diese Welt? Also sehen, ja, an Samen sehen, um es in diese Welt zu bringen. Begleitend dazu kannst du dich dann fragen, wie geht es meinem inneren Kind gerade? Diese innere Kindarbeit. Ich hatte vor Jahren mal das Buch gelesen, ich werde es euch einblenden, von Stefanie Stahl, Das Kind in dir muss Heimat finden oder so. Und es hat mich sehr begleitet. Mittlerweile habe ich mich da auch nochmal weiterentwickelt und tiefer geschaut. Also es geht ja immer alles etwas ein Stückchen weiter tiefer. Alleine jetzt mit diesem inneren Kind, das ein Anteil von uns ist und das die ganze Zeit da ist und das vielleicht eingeschränkt ist von der Kindheit, weil es da noch irgendwo feststeckt in irgendwelchen Ängsten, in irgendwelchen Erfahrungen, die es nicht verarbeiten konnte. Weil in der Kindheit, wenn Dinge passieren, die wir nicht verarbeiten können, ist es in der Regel so, aus der Psychotherapie, aus der Traumatherapie, dass das Kind die Gefühle anfängt abzuspalten, wenn die zu übermächtig sind. Und wenn wir dann erwachsen sind, sind diese Gefühle immer noch abgespalten. Und das Kind wartet darauf, das hört sich so blöd an, es wartet nicht darauf, aber ein Anteil in uns
ist jetzt erwachsen genug, um diese Gefühle zu fühlen und zuzulassen und sie zu verarbeiten. Und damit können wir innere Kindheilung begleiten, uns selbst begleiten. Und dann können wir uns fragen, was braucht mein inneres Kind gerade? Wo steht es gerade? Und das können wir nur herausfinden, wenn wir ruhig sind, wenn wir einfach nur zur Ruhe kommen und in uns reinhorchen. Ich war die letzte Woche krank und hatte Bronchitis gehabt, habe dazu Insta-Stories gemacht und mir ging es in einem Tag echt so schlimm. Und ich hatte einen Tag vorher an mir gearbeitet, da hatte ich ein Thema gehabt und habe Emotionen bewegt und war voll in meinem Flow drin und habe eine ganz besondere Schwere auf meiner Brust gefühlt, so eine Traurigkeit, so eine Schwere. Ich habe nicht verstanden, was es ist, aber mir war bewusst, dass mein inneres Kind anfängt, einen Bereich, es gibt ja mehrere Bereiche, wo wir an uns arbeiten können, aber diesen einen Bereich freizugeben, dass ich daran arbeiten kann, dass ich diese Gefühle jetzt integrieren darf. Und ich habe dann so eine schmerzhafte Bronchitis gehabt für eine Nacht. Das war die Hölle. Ja, egal, was ich da an Medikamenten genommen habe, an liposomalen Produkten und was weiß ich was, hat alles nichts geholfen. Und es war einfach nur das Verarbeiten dessen, was ich am Vortag, wo ich am Vortag drin war, es zu verarbeiten, es zu integrieren. Und in der Nacht und auch am Tag darauf kamen Erinnerungen hoch aus meiner Kindheit, die ich anscheinend noch nicht verarbeitet habe. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Weil im Außen war dann, ich mache Sport, ich ernähre mich einigermaßen gesund, zu 90%, arbeite an meinem Mindset und dann werde ich krank. Ja, da sind ja auch Themen, die immer mal wieder hochkommen, die geheilt bzw. integriert werden wollen. Weil heilen können wir es nicht wirklich, aber integrieren, sodass wir wieder ganz sind, dass wir es nicht abspalten. Und deswegen diese Bronchitis. Und da gibt es Menschen, die haben dann halt die ganze Zeit Halsschmerzen zum Beispiel, weil da was drückt. Jeder hat da sein bestimmtes Thema. Und deswegen diese innere Kindarbeit, wie wichtig die ist, dass wir ein bisschen ruhiger werden und reinfühlen. Das Wichtigste ist immer, dass wir uns annehmen, wo wir gerade sind. Wenn du seit Jahren an dir arbeitest oder erst seit Wochen oder vielleicht noch nie und dann Schuldgefühle hochkommen, dass du genau da ankommst. Dass du da ankommst und sagst, gut, ich habe jetzt Schuldgefühle, ich habe jetzt Wut, ich habe jetzt was auch immer. Und das erstmal annehmen, ohne dich selber zu verurteilen. Wir sind uns selbst der größte Kritiker, der größte Verurteiler, der größte Gegner. Nicht jemand da draußen, sondern wir selber. Und da ankommen und liebevoll zu uns sein. Wurde uns nicht leicht gemacht in der Erziehung, aber vor allen Dingen auch Schule. Ne, das Schulsystem sind wir ja fast alle dadurch. Und das hinterlässt Spuren, sodass wir gegen uns kämpfen, weil wir immer das Gefühl haben, wir dürfen keine Fehler machen. Fehler werden bestraft, sie werden kritisiert. Wenn wir die Fehler auch noch öfters machen, dann werden wir sowieso noch mehr kritisiert und müssen das Schuljahr vielleicht wiederholen. Wir werden verglichen, weil es immer Leute gibt, immer Kinder gibt, die besser sind. Und das hinterlässt Spuren, auch wenn wir das vielleicht nicht so wirklich wahrnehmen. Dahin zu schauen und zu sagen, ich darf Fehler machen, sie gehören zum Leben dazu. Wir sind Menschen, wir sind keine Roboter, die irgendwie perfekt sind. Und wie kann ich mich jetzt durch diesen Frühlingstag begleiten, dass ich meine Schattenseiten anschaue, die dunklen Seiten anschaue, wirklich anschaue und annehme, dass die da sind und dann hinschaue, wo möchte ich mehr Licht bringen in meine Schwingung, in meine Emotionen, in meine Gedanken, in meine Ziele. Was ist es, was ich gerne in meinem Leben mehr haben möchte?